Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Warum ich mit meinem Fröschlein unterwegs bin. Ah, und hier jetzt eine Tenge, oder? Oh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn hier los? Dieses Spiel will einfach nicht, dass ich irgendeinen Affen habe. Aber noch nicht erlebt. Was ich damit sagen will, eigentlich, ich habe Affen gefunden. Ich habe sogar zwei gefunden. Und jetzt will ich da so schnell wie möglich hin. Wenn es keine Umstände macht, alle hepp. Und tschakka. Was ich eigentlich noch nicht probiert habe. Wie schnell sind wir denn im Wasser? Das ist ansehnlich. Das ist okay. Ich kann in die Luft anhalten. Scheiß drauf. Also, Vollgas. Jetzt natürlich keinen Megalodon anlocken oder sowas. Ach, sogar hier kann ich hüpfen. Auch nicht schlecht. Ja, der Frosch... Er hatte schon fast Delfin-Qualitäten. Abgefahren. So. Beherzt der Sprung über den großen Teich. Japsa! Und eingetaucht. Und wieder raus. So, wo seid ihr? Ihr Dumpfbacken. Hier habe ich sie gesehen. Bin schön mit dem Adler drüber geflogen. Gebiet der Kunden. Da sind sie. Sogar zu zweit. Das ist der größere. Level 13. Machen wir nicht. Ah, was zum. Ach, Kinners. Das kann jetzt alles nicht wahr sein. Weg, 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 weg. Was seid ihr denn für Arschlöcher? Alle beide. Was? Kommt doch mal in meine Behausung. Sag mal, was seid ihr nur für Doofbacken? Warum bist du so abgespackt? Habe ich dir jetzt eine gegeben? Jetzt habe ich dir eine gegeben. So, die Idee ist einfach, dass man dann mit dem Frosch hinterher hupfelt. Das finde ich zwar jetzt nicht so mega spannend, aber es scheint ja hier wohl die einzigste Methode zu sein. Der geht ja eine Zeit lang, dann kommt ein Richtungswechsel. Will noch nichts essen. Ich muss dann halt für mich auch kapieren, wann der wieder Hunger kriegt. Natürlich blöd, wenn zwei da stehen. Zumindest kann ich folgen, ohne dass ich jetzt hier abgewatscht werde. Wobei bei zwei ist das dann natürlich so ein Problem. Oh, das ist gut. Ah, nein, das ist nicht gut. Oh, ihr seid doch so Arschlöcher, echt. Aua. Ach, kommt einfach mit. Ja. Das ist okay. Na, noch sauer? Ah, jetzt nicht mehr.
Ah! Ei! Ich kann nur eins machen, dich so ein bisschen weglocken. Ach so, also beide weglocken. Seid ihr hin, ihr Spacken? Das Taming-Programm ist schon wieder beendet. Und die sind immer noch zu zweit. Trennt ihr euch mal zur Abwechslung? Der eine geht da hinten lang. So, jetzt habe ich euch wenigstens so weit isoliert, dass ich mich mal sozusagen wieder anschleichen kann. Gott, ist das eine Scheißarbeit, euch da hinterher zu laufen. Ohne im Weg zu stehen, dass ihr natürlich schon nicht mehr so giftig werdet. Ach, der will keinen. Toll. Na, das wird ja eine echt spannende Folge. Ihr wolltet es so. Es muss ja unbedingt einer dieser Blödmänner sein. So, da kriegst du noch ein Meobärchen. Oh Gott, das dauert ja ewig. Ewig in 3 Tage diesem Affen hinterherrennen. Nur damit ich da so einen kackenden Affen hab. Ich stehe mit Affen echt auf Kriegsfuß. Oh, wenn ich mir den Kippel da ansehe, werde ich verrückt. Ja, jetzt sind sie zu zweit. Das kann doch nicht. Am liebsten würde ich gerade einen erschießen. Sobald der einen in den Rücken rennt, sieht der andere dich. Das kann doch nur Ärger geben. Ich sehe mein Taming hier schon gefährdet. Ups. Ich kann mit dem Frosch auch leider nicht rückwärts gehen. Ich hasse es. Hatte ich schon erwähnt. Kann's doch nicht sein. Wisst ihr was? Ich lock euch zu meinem Gehege. Genau. Kommt doch einfach mit zu mir.
Oh, Schweinchen, wenn du mir nicht gleich aus dem Weg gehst, werde ich stinke sauer. Noch saurer als der Gorilla. Na, sind doch da. Jupp, alles gut. Ah, es kostet auch wirklich Heilung, was ich da mache. Ja, sind immer noch hinter mir. Weibchen? Nee, das ist doch das Männchen, oder? Nee, doch, es passt. Guck, guck. Hoppala. Komm einfach mit mir mit. Genau, ich mache ein Level. Das ist viel wichtiger. So, bist du noch da? Als mitkommen. Ja, ja, ja. Mir schön folgen. Na, sind wir noch da? Bisschen Gewicht könnten wir tatsächlich zusetzen. Ja, Moment, Freundchen, Moment. Du willst ja nicht weglaufen. Oh, hat dich das geärgert? Ja, es hat. Komm einfach mit, Schwachkopf. Als mit mir mitkommen. Wir sind fast da. Komm zurück. Ich gehe schon mal voraus. Die fleischfressenden Pflanzen. Ui. Da muss ich ja direkt was vorbereiten. Ach komm, du bist nicht noch wirklich sauer. Oh nein! Beruhigt euch alle. Erstmal. Schön einschlafen. Geht das? So, wo steckst du? Wo bist du, Freundchen?
Ich hab dich jetzt nicht wirklich verloren. Mach jetzt keinen Scheiß. Da ist er. Ach, da oben ist hin. Regt euch ab. Kommst du rein? Nö. Echt, du machst mir das Fundament kaputt? Bist du verrückt? Bald habe ich ihn erschossen. Ganz ehrlich. Oh, was? Alter Schwede. Jetzt ist Feierabend. Ach, obwohl. Jetzt habe ich echt die Raffe voll. Ich hatte so die Nase voll. Das kann's doch nicht sein. Oh Mann. Ich getraue mich gar nicht anzugucken, wie die Raumaufteilung da drin jetzt aussieht. Ich bin gerade so ein bisschen am vor mich hinkochen. Aber ganz ehrlich. So, aufwachen hier. Ich darf gar nicht hinsehen. Ich darf gar nicht erst hinsehen. Oh mein Gott. Nicht nur den Tag verschwendet. Ich krieg meinen Frosch halb totgeschlagen. Oh Gott, wie das aussieht hier. Das kann alles nicht wahr sein. So, einmal. Ah, sehr schön. Immerhin ein Levelchen. Kommen wir überhaupt zurück? Nö. Rückwärts geht nicht. Schaffen wir es irgendwie vorne rum? Vorwärts? In irgendeine Richtung? Oh, dreht sich.
Ah, wir sind frei. Gott sei Dank. Naja, was man halt so Rennen nennt, ne? Tja. So, drehen und gleich wieder hoch. Jetzt muss ich sowas von knapp daran. Nicht zu knapp geparkt. Ein bisschen seitlich. Na, Leonie, komm. Ja, muss ich ein bisschen rückwärts gehen. So. Ach, ey, hier ist alles Boden. Na, hier geht's nicht durch. Was ist denn jetzt los? Ah, was? Geh, 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 geh! Oh Mann! Scheiß Ponto! Das kann doch nicht wahr sein. Du hast mir nicht meine ganzen Vögel gekillt. Herrgott! Oh mein Gott. Okay. Jetzt heißt's durchatmen. Oh mein Gott. Ah, mir kommen die Tränen. Mir kommen richtig Tränen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ah. Die fleischfressenden Pflanzen konnten ihn nicht angreifen, weil er um die Ecke war. Oh mein Gott.
bin überladen. Ah, meine Flieger. Vielleicht kullert mir ein dickes Tränchen vom Gesicht. Ganz ehrlich. So ein Kackende haben sie nicht verdient. Ah, wo haben denn die blöden Sättel? Oh man. Ach Gott, das Bolt, das ist unglaublich. Du hast nicht mal Spaß an dem Prime Meat. Du hast nicht mal daran Spaß. Es geht nicht. Es Bolt dir unter den Händen weg. Das ist gerade etwas niederschmetternd, was ich hier erlebe. Oh Mann. Ja. Ach, da sind noch die Blueprints drin. Konzentration. Ah, Peranodon-Sattel. Und noch ein. Und noch ein. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, der hat es auch alle erwischt, oder? Ausnahmslos. Ich hatte ja noch hier einen neuen Kühlschrank gesetzt. Ich will ja nicht sagen, dass es in dunkler Vorahnung war, aber es tut jetzt gerade ein bisschen weh. Es tut eigentlich sehr weh. Das ist ein echt schwarzer Tag. Erst dieser Kackaffe und jetzt verliere ich alle Flieger. Oh Mann. Ich hätte um die anderen zwei Seiten auch noch absichern sollen. Es hat wirklich jeden gekillt, der hier oben war. Der Bronto ist auch der Einzige, der in diese Höhe überhaupt kommt. Er ist der Einzige, der hier hochkommt. Ich glaube, nicht mal der T-Rex kommt hier in den zweiten Stock. Mir wird gerade so ein bisschen das Herz schwer. Und was habe ich mit ihnen gelitten und so groß gezogen und... Oh, oh mein Gott. Alles ist tot. Wenn ich die ganzen Sättel hier sehe. Ich hoffe, ihr könnt mein Schmerz irgendwie miterleben. Es tut richtig weh. Komm her mit dem Mist. Oh Mann. Da muss ich erstmal durchatmen. Jetzt habe ich noch gar keine Zeit, mir die blöden Frösche zu sortieren. Jetzt habe ich erstmal Zeit für Trauer. So, das heißt, ich habe auch nur noch einen einzigen Flieger durch diesen Unfall. Boah. Ja, was kann ich dem noch Positives abgewinnen? Ich habe wieder Platz im Flugdeck. Nein, nein, das ist nicht wirklich positiv. Das soll nur über den Schmerz hinwegtäuschen. Das ist alles jetzt gerade scheiße. Da habe ich noch Halt. Oh Mann! Was für ein Spoiled-Krempel. Das ist unglaublich.
Hoffentlich kriege ich dich jetzt hier raus. Na komm. Komm zu Papa. Gott sei Dank. Auch ein Level gemacht. Das ist gut. Das ist ein Männchen. Ja, was will ich denn damit? Habe ich keinen Sattel für den? Ach Mensch. Oh, ein Eichen. Wenigstens ein Eichen. Was ist denn da alles? Ach du liebe Zeit. Der halbe Fuhrpark ist hier unten. Männchen. Männchen kann hier irgendwo stehen. Naja, weiter hinten wäre schon nicht schlecht. Ach, erstmal hier. An der Wand. Was denn das? Ach so, die wollte ich ja. Das war ja eigentlich so ein bisschen der Ursprung. Erstmal alles wieder umsortieren. Oh Mann, kannst du es glauben? Was bist du überhaupt? Weibchen. So. Auch Weibchen. Dann bist du das Männchen. Wie parken wir dich ein? Du kannst auch hier hinten irgendwo Platz nehmen, weil ich dich nicht tatsächlich so präsent brauche. Da stehst du doch recht gut. Dann nimm mir dein Weibchen. Das kriegt den Level noch gut geschrieben. Und die packen wir dann an die an diese Ecke. Ja, so halbwegs. So. Weibchen. Weibchen Nummer 1. Das ist ein Männchen. Na, ich will lesen, was du bist. Weibchen. Auch Weibchen. So. Ah, Gott sei Dank. So, weiblicher Raptor. Richtig. So. Das nächste. Oh Mann. Ah, zum Glück auch rausgekriegt.
völlig überladen? Ach so, weil ich drauf hocke. Ja, ich wieg ja natürlich einiges. Stimmt. Verkraftet nicht jeder das Gewicht. Na komm. Ach, ernsthaft. Du kommst jetzt doch, du kommst raus. Weiblich. Okay. Einmal. Da kommt er auch. Holzkopf. Kommt halt beide. So, Edgar, komm du mal mit. Sehr schön. Echt so, da sogar ein Dodo ist da unten, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt muss ich den kleinen Kasper da unten auch noch rausholen. Ein Männchen. Alter Schwede. Na, wo hängt's? Auf, Kasperle. Komm. Oh, Ratschu Fritze. Puh, jetzt steht wieder alles an halbwegs an seinem Platz. Zumindest für mich überschaubar. Eieiei.
So. Tja, also ein, zwei Ersatzflieger sollte ich mir auf jeden Fall zulegen. Und dann setze ich mir die fleischfressenden Pflanzen noch zwei um die Ecke an. Anders darf es gar nicht sein. Ja, ihr Lieben, was für eine traurige Folge. Ich habe noch ein bisschen Knickohren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat jetzt nicht gut getan, meiner Stimmung. Aber gut, was will man machen? Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ich kann es mir kaum vorstellen. gerne könnt ihr den Kanal abonnieren und ja, wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder. Macht's gut. Viel Spaß im Netz noch. Tschüss.